Jö, was machen wir jetzt mal Schönes? Das Ding, der läuft schon mal. Der Turm da oben. Das wäre eigentlich recht wichtig, ne? Es wurde auch schon vorgeschlagen, dass wir, wenn wir jetzt am Anfang nicht gleich Tesseracts bauen wollen, die Kabellage doch im Turm laufen lassen können nach unten. Und das klingt echt nicht schlecht. Also später wollte ich ja unten im Turm die Autospawner reinsetzen. Aber das kann man dann später auch noch umbauen. Also gut, wir brauchen dann für die gesamte Höhe des Turms Energy Conduits. Das sind mal eben 30 Stück oder so. 20, 20, 30. Und dann noch eine Verbindung nach unten und dann eine Verbindung dahin. Also ein guter Stack wird sein. Ich guck mal, was unser Crushed Obsidian sagt. Erst auf das Feld klicken. Sie da. Wow, ho, ho. Hallo, Kumpel. Kommst du denn her? Ich bräuchte gerne Torch. Torch, zwei Stück im System. Gut. Da oben. Gut. Ist behoben. Das sieht immer noch doof aus, aber ist okay. Die da wachsen ganz langsam und ich soll eigentlich Endstone benutzen. In den Kommentaren wurde geschrieben, dass Endstone das Material war, was ich letztes Mal gesucht hatte und darauf wachsen sie schneller. Aber yeah. Und man könnte da wohl auch schummeln, also in Anführungszeichen schummeln. Man könnte die Watering Can benutzen, man könnte von Thaumcraft was benutzen. Und eigentlich macht es keinen Unterschied. Also ob ich jetzt eine Maschine baue, die durchgehend Endermänner spawnt und durchgehend Endermänner umbringt, oder ob ich Blumen mit einer Gießkanne begieße, das ist beides. Es kommt bei beiden recht schnell recht viel raus. So, die schmeißen wir da hinten nochmal rein. So, und Toastbrot essen zwischendurch. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Noch eine Kleinigkeit, die ich mir vorgenommen habe für diese und nächste Folgen, ist mehr von. Von den Dingern hier zu bauen. Weil das Ding zerlegt momentan nur ein Block Eisen zu einzelnen Eisenbarren. Davon brauchen wir noch ganz, ganz viele. Also brauchen wir theoretisch für jeden Block ein und für jede Metallpulverart ein, die dann aus den vier Einzelpulvern so einen Pulverblock macht, damit der Pulverblock dann in das Ding da hinten geschmissen wird. Also sehr, 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 sehr viele brauchen wir davon. Das heißt, wir nehmen am besten einen neuen Raum. Zwar einen Raum mit einer Wand, die nicht gebraucht wird, wie hier. Oder wollten wir hier irgendwas anderes reinbauen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe so viel geplant. Das ist, ja. Also, mehr von den Zeitlichen bauen. Aber jetzt wollte ich dem Induction Smelter da. Glas raus, Obsidian rein. Dich da rein und ich denke, ich muss noch Elektrum abgießen, sonst haben wir nicht genug. Jo, 57, sehr gut. Raus, raus, raus. Klick, klick, klick. 9, 18, 27, 27 mal 2 sind 54. Wir haben 57 drin, das passt. Also können wir das gleich nochmal rausholen. Hier ist nichts drin. Nö, okay. Deko 2. Ich können wir bei Zeiten auch mal ins ME-System schmeißen. Haben wir noch Bone Meal? Warte mal, ich will kurz testen, wie gut das klappt mit dem Mario-Zeug. Bone Meal da. Flup, flup. Ob das überhaupt abgebaut wird? Ja, wird es. Und das wird ersetzt durch Crops. Achso, nur das eine 3x3-Feld hier bleibt. Mario Kraut. Ups. Geht viel zu schnell. So, jetzt bau das ab. Ja, das sind die großen Mario-Dinger aus den uralten Mario-Spielen. Ich weiß nicht, ob es in den neuen Titeln noch drin ist. So, und jetzt müsste unten. Dum, 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 dum. Hier
13 Turnip Seeds. Okay. Das heißt, wir machen dich mal dahin, 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 dahin. Dahin, 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 überall hin. Und verballern erstmal ganz viel Bohrmehl. So, nicht verklicken. Klick, 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 klick. Und sobald jetzt irgendeins von den Dingen hier fertig ist, müsste es durch ein Turnip Seed ersetzt werden. Im Idealfall. Ja, da sehe ich schon die ersten. Sehr gut. Und so kommen wir hoffentlich schneller an unsere Samen ran, wenn dann die Turnip-Samen wirklich 5 oder 10 Mal so viel bringen wie die normalen Samen. Das war ja die Idee dahinter, dass wir sie jetzt umstellen. So, nächster Schritt. Runter. Jetpack checken, immer schön Jetpack checken. Oh, Elektrum. Wieder hoch. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Invar zerlegen. Zeug aussortieren. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir erstmal nicht. Schwarzpulver brauchen wir nicht. Klick, klick, klick. Ja, sehr gut. Das kommt gleich ins System rein und dafür hätte ich gerne Kondu Eat Frames. Zack, zack, zack. 1,5 Stacks. Das wird reichen für den Turm, denke ich. Frage ist nur, ob wir noch Redstone haben. Da krebsen wir irgendwie immer so bei den 200 rum. Ah. Aber sobald wir es wieder brauchen, sind auch wieder 200 drin. Das ist recht komisch. Mach mal Crucible. Hau rein. Ah, hier warten schon ein paar. Das zu automatisieren. Also theoretisch könnten wir hier oben Exporter raufpappen, der durchgehend Redstone reinpumpt. Das wäre dann ein selbstregulierendes System, weil irgendwann ist der Tank hier voll und der Tank hier voll. Und dann müssten wir, wenn wir irgendwann mal was mit nicht flüssigem Redstone machen wollen, sondern mit flüssigem Enderium oder sonst was, einfach noch so eine Combo aufbauen. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das mache ich mal kurz. Haben jetzt eh Zeit, bis die ganzen Kabel fertig sind. Ich hätte gern keine Knochen. Ich hätte gern ein Basic Exporter. Kabellage haben wir noch. Und das war's. Dim, 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 dim. Magma Crucible, da. Und übersehe ich jetzt irgendwas? Also ja, unser Redstone wird jetzt primär erstmal da reingehen. Aber damit muss ich dann halt arbeiten. Das heißt, wenn ich irgendwann Redstone für ein anderes Projekt brauche, dann stelle ich einfach keine Kabel her. Das ist recht einfach. Okay. So, 53, das könnte schon fast reichen. Wir müssen eine Verbindung herstellen nach hier oben. Also theoretisch könnten wir das hier weiterziehen. Das ist ja alles noch die Decke. Das ist alles im Zwischenraum, das sieht man später nicht. Das ist falsch. Du da, du da. Yeah. Ich will immer Bricks im Inventar haben, damit ich den Zwischenraum schon mal andeuten kann. Du da. So, und ich hätte gerne Fackeln. Also gib mir bitte Sticks. Und gib mir bitte Charcoal. Und gib mir weise stackweise Fackeln, die dann im System landen. So. Du da rein, du da rein, du da hin, du da hin. Hier oben ist schon ausgeleuchtet, ne? Boah, so halbwegs. Machen wir da auch hin. So, dass ich jetzt so eine kleine Landefläche habe mit dem Jetpack, damit ich nicht immer in der Luft irgendwelche Kabel abbauen muss. Das ist voll nervig mit dem Runtergleiten. Und ja, das sind erste Weltprobleme. So. Da, da. Okay, du kannst jetzt weg. Dann kommst jetzt du dahin, du da drunter, du dahin. Und da, wo es so dunkel ist, da müsste die Mitte sein von dem Turm. Also hier nach oben. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Ah, nicht das Ding. So, Axt.
au, au, au. Sehr gut. Mitten in die Bungee-Sticks rein. Mach mal weg, bitte. Halten ja gut was aus, die Jungs. Benutzt wahrscheinlich das falsche Werkzeug, ja? Du bist ein kleines Stück Bambus. Könntest du bitte kaputt gehen? Ich hoffe, alle fünf gehen auf einmal kaputt, sonst wird das hier ewig dauern. Ja, gut. Okay. Also hier müssen die Kabel später irgendwie... Au, 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 au. Egal, ich stelle mich da jetzt drauf. Bleib stehen und wenn ich nämlich nicht fliege, geht das Ganze viel schneller. So, dann gucken wir mal, ob es mit der Pickaxe schneller geht. Nö. Die Dinger sind einfach nur doof. Kann ich sie mit dem Schraubendingens wegmachen? Nee. Okay. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Hier drin spawnt nichts mehr. Hier fällt auch erstmal nichts mehr runter. Na, das. Das war ein Blitzschlag. Du weg. So. Also, Kabel. Können wir einmal hier hochfliegen. Ich höre da was. Ja. Okay. Da warten schon ein paar Leute darauf, verschreddert zu werden. So, runter. Dann langsam fliegen. Kabel drauf. Kabel drauf. Kabel drauf. Noch ein Kabel drauf und das mit dem da verbinden. Du hoch. Dahin, dahin. So, jetzt müssten wir... Haben wir Strom? Ah, wird langsam weniger. Jetzt müssten wir hier oben eine Verbindung haben. Das heißt, die Dinger könnten eigentlich schon arbeiten. Eigentlich. Ich kann mich nicht irgendwo hinstellen. Grinder. Grinder hat Mob-Essenz, die nicht abgepumpt wird. Und keine Gegenstände. Okay, wir brauchen jetzt also die Kabel für das ME-System. So. Hoch, hoch. Na komm, ich fall gleich runter, wenn ich so weit rumfliege. Darum. Daran, daran. Jetzt einmal rum. Oh, hier haben wir noch nicht verbunden. Da rein, da rein. Ah, da ist gerade umgekippt. Sehr gut. So, und es ist gut, dass es vier sind, weil eben gerade ist nur ein einziger Gegner umgekippt. Von einem Grinder. Irgendjemand meinte in den Kommentaren, dass das alles auf einmal tötet. Das ist Schwachsinn. Also, die haben jetzt alle Strom. Die haben sich komplett mit dem ME-System verknüpft, ja. Unter Optik halber mache ich es hier auch nochmal rum, obwohl das redundant ist. So. Und jetzt müssen wir nur noch ein Kabel runterlegen, ähnlich wie da drüben. Das machen wir auf der Seite hier, indem wir da so einen Knubbel rumlegen. Knubbel rumlegen, genau. Du, dahin. Zick, weg mit dir. Hier, Loch rein. Kabel rein. Und das Ganze von unten nochmal aufdröseln. Und Jetpacks austauschen, bevor ich das mache. Sonst, ne? Tod ist nicht so schön. Auch wenn wir noch 6 Leben haben müssten. Du, dahin, du, dahin, du. Da, gib mir neu. Und das war eine schöne Idee mit dem zweiten Jetpack. Wenn das nicht jemand in die Kommentare geschrieben hätte, ich hätte es auf jeden Fall vergessen. 100 pro. So, du. Da. Na komm, mach Platz. Gerugon will durch. So. Anschluss ans ME-System. Hier. Kriegen wir das? Ja, ich kann auch schneller runter, aber dann mache ich Unsinn. Du, weg. Schon wieder ein Blitzschlag. Aber ich glaube, das war diesmal nur Donner und kein Einschlag.